Ich bin Annika und herzlich willkommen im Buch im Süden. Heute geht es um das Buch Nächstes Jahr am selben Tag oder auch im Englischen November 9. Die Zahl November 9 oder das Datum November 9 spielt für das Buch eine ganz entscheidende Rolle, denn an dem Tag treffen sich eben Fallon und Ben, also die beiden Protagonisten des Buches. Und was man über Fallon erfährt, ist, dass sie eben ganz viele Brandnarben an ihrem Körper hat. Und während des Buches lernt man auch die Geschichte dahinter kennen, also warum sie diese ganzen Narben an ihrem Körper hat. Das Buch beginnt aber erstmal damit, dass sie im Restaurant beim Essen mit ihrem Vater ist. Und dort trifft sie dann auch die zweite Person, nämlich Ben. Und die beiden lernen sich eben kennen und verstehen sich auf Anhieb gut und verbringen den Tag gemeinsam. Aber an dem Tag muss Fallon dann auch nach New York gehen, da sie dort eben ihrem Traum nachgehen möchte, nämlich Theater spielen. Und die beiden beschließen, dass sie sich erst ein Jahr später wieder treffen werden, am selben Tag. Deswegen spielt das Datum November 9 eben auch so eine wichtige Rolle. Und sie treffen sich dann jedes Jahr am 9. November und haben das ganze restliche Jahr über keinen Kontakt. Und das ist eben was ganz Besonderes, da jeder 9. November ganz unterschiedlich und verschieden ist und man jedes Jahr was Neues dazu erfährt und am Ende arbeitet dann alles auf ein sehr spannendes Finale hinzu und das ist dann eben ganz spannend und für alle spielt der 9. November eine bedeutsame Rolle.